Man soll erstmal einen weiteren Weltgenerationstyp nehmen, und zwar Earthball, also Erdball. Dann soll man den Durchmesser eingeben, der zwischen 1000 und 30 Millionen Blöcken beträgt. Dann sollen die X-Koordinate dann sozusagen auf Grad Nord oder Süd und die Z-Koordinate sollen auf Grad Ost oder West eingestellt werden. Dann sollen auch die Gezeiten gespielt werden, und zwar wenn der Mond direkt über einen und jetzt unter einen, so Hochwasser und sonst Niedrigwasser, so wie es in der echten Welt auch ist. Und dann würde ich hier auch einen Block einfügen, und zwar soll das Schlick heißen, wo man auch einsickern kann, und der soll dann an manchen Seen, und dann soll das neues Biom, soll das ein Watt heißen. Und der neue Mond soll sich am Taghimmel befinden, nicht nachts, und der zunehmende Halbmond soll mittags aufgehen, der abnehmende soll mittags untergehen, so wie es in echt auch ist. Da sollen auch Schneefallgrenzen geben, zum Beispiel eine Eisebene soll im Winter ganz runter, Sommer Y90, Wald Y80, Sommer Y150, es soll immer erreichbar sein, also innerhalb von 256. Seen sollen leer laufen, wenn man unten drunter einen Block weggenommen hat, soll es dann leer laufen. Zeige ich jetzt mal als Beispiel. Das ist jetzt ja unter dem See, und dann soll das immer noch voll Wasser sein, und der See selber soll dann leer gelaufen sein. Und zeige ich nochmal, wie es danach aussehen soll. So sieht man, der See oben soll danach leer gelaufen sein. Man soll es auch zurücksetzen können, also auf normal. Und dann kann die Option auch ausstellen, dass es nicht leer läuft, sondern in Option noch eingesetzt wird. Und das jetzt unter dem See ist dann voll gelaufen. Das soll man ja auch, wie gesagt, ausstellen können. Das war aber noch nicht alles. Seen im Winter sollen komplett durchfrieren können. Dann so circa bis 3 Blöcke Tiefe sollen die dann tiefer einfrieren können. Bei Tauwetter soll, also wenn das jetzt ein Seasons Mod her gesehen, dass wenn das da auftaut, dass sich da auch Seen bilden, die einem nach einer Weile wieder verschwinden können. Und aussehen sollen das dann dunkle Wolken, sollen dann aus. Dann von irgendeiner beliebigen Richtung, also da, wo die Wolken herkommen, sollen dunkle Wolken auftauchen. Um zu wissen, dass der Regen, Schnee oder Gewitter sich ankündigt. Nachdem. Und dann soll auch die Sonnenaufgangspunkt soll zwischen Sommer und Winter her schwanken. Also vom Seasons Mod her auch was überholen. Im Sommer weiter da, im Winter weiter rechts. Und die Sternrotation soll auch, je nachdem, wo man sich befindet auf der Kugel, soll sie sich unterschiedlich befinden. Man sieht, da ist Osten, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, liken, teilen, abonnieren.